Fünf Fragen an Johann Seeköber. Heute in diesem Teil geht es um das Thema Familienstiftung. Wenn ihr wissen wollt, welche fünf Fragen wir hier stellen und wie die Antworten sind, dann schaut euch jetzt dieses Video an. Hallo, mein Name ist David Kasper. Ich bin Steuerberater und ich stelle die fünf Fragen an Johann Seeköber. Die meisten kennen ihn vom Buch Steuern, Steuern. Ich stelle ihn trotzdem noch mal kurz vor. Johann Seeköber ist nicht nur Steuerberater, sondern auch Bestsellerautor vom Buch Steuern, Steuern und auch von vielen anderen Büchern. Die seht ihr hier oben im Hintergrund. Insbesondere auch von dem Buch Das große Handbuch der Stiftungen. Denn mit dem Thema Stiftung, da gibt es eben nur fachliche Bücher und das große Handbuch der Stiftungen, das ist ein Standardwerk für jedermann. Also da wird das Thema Stiftung ganz veranschaulicht und super erklärt und ist auch einfach zu lesen. Das heißt, das Buch wurde auch geschrieben, weil Johann Seeköber nicht nur Steuerberater und Bestsellerautor ist, sondern auch Stifter und Stiftungsvorstand von diversen Stiftungen. Deswegen die fünf Fragen an Johann Seeköber zum Thema Familienstiftung, weil er natürlich selber auch schon viele Familienstiftungen gegründet hat. Und ich will gar nicht so viel vorne wegreden, deswegen fangen wir gleich mal an. Vielen Dank auch, dass du wieder dabei bist. Und die erste Frage geht gleich mal ins Thema rein. Ist die laufende Verwaltung einer Familienstiftung kompliziert und teuer? Ja, dazu muss man sagen, wer interessiert sich denn überhaupt für die Verwaltung der Familienstiftung und für die Ergebnisse dort? An erster Stelle ist an das Finanzamt zu denken. Denn eine Familienstiftung ist ja nicht steuerfrei, sondern muss Steuern bezahlen, nämlich Körperschaftssteuer mit 15%. Also muss man irgendwie nachweisen, wie viel Gewinn hat die Stiftung denn gemacht. Aber im Gegensatz zur GmbH ist die Stiftung nicht buchführungspflichtig. Das heißt, es reicht einfach, wenn ich meine Einnahmen und meine Ausgaben, die ich habe, um die Einnahmen zu erzielen, in so einer Einnahmen-Ausgabenrechnung aufschreibe. Ich selber mache das für meine Stiftungen mit einer Excel-Tabelle, wo ich dann einfach alles aufliste und damit ist dem Genüge getan. Diese Excel-Tabelle lernt man auch in unseren Seminaren über Stiftungen. Da bekommt man die auch und kann die dann auch für sich selber nutzen. Also relativ einfache Verwaltung von so einer Familienstiftung. Frage Nummer zwei. Ich habe jetzt eine Familienstiftung gegründet und welche Ausgaben kann ich denn jetzt über diese Familienstiftung alles bezahlen? Also wie kann ich diesen Zweck verwirklichen? Ja, das kommt ganz drauf an, was in der Satzung drin steht. Wir empfehlen ja bei einer Familienstiftung, die Satzung sehr breit zu halten. Das heißt im Grunde genommen, dass man sagt, die Familienstiftung kann alles bezahlen, was der Familie dient. Und wenn man das so breit formuliert, das wird man noch ein bisschen ausschmücken, was für Schwerpunkte der Stifter sich vorgestellt hat, was ihm wichtig ist, also Reisen oder Gesundheit oder Bildung oder wo er halt die Schwerpunkte setzen möchte. Aber im Grunde ist es gut, das eben offen zu halten und dann kann die Stiftung alles bezahlen, was für die Familie dient. Und wenn man das jetzt umdreht, die Frage, was dient denn nicht der Familie, dann fällt einem nicht mehr viel ein. Also im Grunde kann die Stiftung alles bezahlen, was der Familie gut tut. Das heißt, die nächste Frage, die hast du damit eigentlich schon beantwortet. Also was kann die Stiftung nicht bezahlen? Ja, was sie nicht bezahlen kann, ist alles, was illegal ist. Ja? Also wenn ich jetzt Kriegswaffen kaufen wollte, das sollte ich bitte nicht über die Stiftung finanzieren. Ja, oder solche Sachen, einen Banküberfall zu bezahlen oder ein Killer, der irgendjemand umbringen soll, das ist natürlich nicht statthaft. Aber sonst gibt es da wenig Ausnahmen. Ja, genau. Also tatsächlich, die Familienstiftung bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann darüber viele Kosten auch abdecken. Jetzt ist aber immer die spannendste Frage, sind die Ausgaben, die die Stiftung dann tätigt, auch alle steuerlich absetzbar? Das wird oft nicht richtig verstanden. Also dabei ist es für mich eigentlich ganz einfach. Betrachte ich doch die Stiftung wie einen Menschen. Ja? Also ein Mensch, der hat auch Ausgaben, die er absetzen kann und hat andere Ausgaben, die er nicht absetzen kann. Man nennt es Konsum. Ja? Und den Konsum kann ich nicht absetzen. Und das, was ich brauche, um meine Einnahmen zu generieren, das kann ich absetzen. Ja? Also so muss man das auch unterscheiden. Ich mache mal ein paar Beispiele.
Wenn ich Bankgebühren zahlen muss für die Stiftung, dann kann die Stiftung das als Aufwand absetzen. Das ist ganz klar, weil ich brauche die Bank, um die Geschäfte der Stiftung abzuwickeln. Wenn ich aber eine Urlaubsreise für die Familie bezahle, das darf die Stiftung auch bezahlen, weil es ja der Familie dient, aber das dient nicht dazu, Einnahmen zu generieren, sondern das dient dazu, dem Stiftungszweck, und das kann sie nicht absetzen. Ja, das ist Konsum. Die Stiftung konsumiert ihren Ertrag, indem sie die Reise für die Familie bezahlt. Aber absetzen, steuerlich kann sie das nicht. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil dadurch, dass die Stiftung eh nur 15% Steuern bezahlen muss, hat man nicht so diesen großen Druck, Mensch, ich muss alles absetzen, ja, jedes Geschäftsessen, jeden Kilometer, den ich fahre, das hat man bei der Stiftung weniger, sondern man versteuert da halt seinen Gewinn und der Rest ist dann Konsum und der kommt in die Spalte Konsum. Frage Nummer 5. Wer entscheidet jetzt eigentlich über die Zweckverwirklichung, also welche Ausgaben die Stiftung dann tätigen kann und welche nicht? Also wer entscheidet über das Vermögen in der Stiftung? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Entscheidend bei einer Stiftung, egal was man macht, ist immer die Satzung. Also wer das entscheidet, das muss in der Satzung stehen. Und deshalb braucht es da kluge Lösungen. Man braucht eine klug formulierte Satzung, damit man sich da nicht selber ein Bein stellt. Ich empfehle in der Satzung, dem Stiftungsvorstand eine starke Stellung zu geben. Der Stiftungsvorstand, der soll das Stiftungsvermögen verwalten wie sein eigenes. Ja? Und deshalb würde laut meiner Satzung immer der Stiftungsvorstand darüber entscheiden, wie das Geld angelegt wird, wo es angelegt wird, wie lange, und wenn dann die Erträge kommen, was wird mit den Erträgen gemacht, welche Ausschüttungen oder welche Kosten werden damit bezahlt. Also ich denke, es macht Sinn, dem Stiftungsvorstand diese starke Stellung zu geben. Jetzt haben wir zwar gesagt, das Video heißt 5 Fragen an Johann Seekürber, aber weil das Thema Familienstiftung so spannend ist, gibt es nochmal 2 Bonusfragen, und zwar Frage Nummer 6. Gibt es denn noch jemanden über dem Stiftungsvorstand oder gibt es jemanden, der den Stiftungsvorstand kontrolliert oder überwacht? Das halte ich auch für sinnvoll, in der Stiftungssatzung noch ein weiteres Organ, mindestens ein weiteres Organ vorzusehen, denn es muss ja auch geregelt werden, wer ist überhaupt Stiftungsvorstand? Ich meine, ich kann ja auf Lebenszeit Stiftungsvorstand sein, aber was passiert danach? Oder wenn ich keine Lust mehr habe oder nicht mehr in der Lage bin, das zu machen. Also es muss ja auch eine Sukzessionsmöglichkeit geben. Und da ist eben die Möglichkeit, eine Familienversammlung oder einen Familienrat einzurichten und das alles in der Stiftung ordentlich zu regeln. Bei der Familienstiftung ist die Aufgabe des Staates eher geringer. Es gibt auch eine staatliche Stiftungsaufsicht, die aber zum Beispiel im Land Bayern ganz schwach ausgeprägt ist. Also die sagen, die Stifter sollen sich selber kümmern bei den Familienstiftungen. In anderen Bundesländern wird verlangt, dass man eben einen Bericht schreibt über die Arbeit der Familienstiftung. Aber die Aufsicht auf den Stiftungsvorstand ist eben generell sehr gering. Solange nichts Illegales macht und nicht gegen die Satzung massiv verstößt, kann er eigentlich machen, was er will. Dann kommen wir zur letzten Frage, und zwar müssen die Begünstigten, also die Destinatäre einer Stiftung, dann eine Zuwendung, also eine Ausgabe, die jetzt nicht steuerlich absetzbar ist, sondern der Zweckverwirklichung dient, versteuern, steuerlich ansetzen? Also wenn die Familienmitglieder etwas kriegen aus der Stiftung, dann ist es bei denen schon anzusetzen. Jetzt war früher der Streit, ist das eine Schenkung von der Stiftung an den Destinatär oder ist es Einkommen? Ja, heute sagt man, das ist Einkommen und wird halt versteuert, entweder mit dem Teileinkünfteverfahren oder ganz normal als Kapitaleinkünfte. Das sind die 2 Möglichkeiten, die es gibt. Und da ist es aber so, dass wir die Freibeträge, die jeder Mensch hat, eben geschickt ausnutzen können. Das heißt, wir können praktisch in der ganzen Familie so eine Art Familiensplitting machen, indem wir eben bevorzugt an kleine Kinder oder andere Geringverdiener ausschütten und die
müssen dann dem Grunde nach schon was versteuern, aber eigentlich fällt es unter den Grundfreibetrag und dann versteuern sie doch nichts. Ja, also so, da muss man schon ein bisschen geschickt agieren in der Familie und dann kann man die Steuerbelastung innerhalb der Familie sehr gering halten. Also vielen Dank auch wieder für die ausführlichen Antworten. Wer noch mehr über das Thema Familienstiftung oder Allgemeinstiftung wissen will, der kann sich gern das Buch, das große Handbuch der Stiftung in der neuesten Auflage holen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wir bieten auch zahlreiche Seminare und Workshops ab zum Thema Stiftung. Die aktuellen Seminare und auch die Anmeldungen könnt ihr jederzeit auf unserer Homepage vornehmen. Da findet ihr den Link auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gern Daumen nach oben da, abonniert auf jeden Fall auch den Kanal und die Glocke immer aktivieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Steuern optimal steuert oder ihr wollt noch mehr wissen über das Thema Stiftung, ihr wollt vielleicht eine Stiftung gründen oder braucht da steuerliche Beratung, dann meldet euch gerne bei uns, schickt uns eine Anfrage an anfrage@köber. Die Kontaktdaten seht ihr jetzt hier unten eingeblendet und lasst auch eure Steuern gemeinschaftlich mit uns optimal steuern.